Diese Woche im Europäischen Parlament war wieder einiges los. Zum Beispiel Serbien, wo ich der Chefverhandler war, auch für eine Resolution, die nämlich genau den Finger dorthin legt, wo es dringend notwendig ist, nämlich die Unregelmäßigkeiten bei den serbischen Wahlen und den Wahlen in Belgrad nicht zu akzeptieren. Wir fordern eine Untersuchung dieser Wahlen, eine objektive Untersuchung dieser Wahlen und auch gegebenenfalls, dass man die EU-Beitrittshilfenmittel einfriert, so schnell, dass geklärt werden kann, was da wirklich los war und auch zu schauen, dass die Demokratie in Serbien auch ernst genommen wird, auch von Präsidenten Vucic und von Brnabic. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir wollen ein demokratisches, ein faires, ein gerechtes Serbien in der EU haben und nicht weiter Autokraten unterstützen. Apropos Autokraten, auch diese russische Desinformation innerhalb Europas wird immer stärker. Und deswegen haben wir auch hier eine Resolution verabschiedet, die wiederum ich verhandeln durfte, um zu schauen, dass wir russische und andere Desinformationsattacken und Einmischungen in unsere Politik ein Stück weit hintanhalten. Wir können nicht zulassen, dass über diplomatische Kanäle einzelne Abgeordnete von russischen Spionen angesprochen werden. Wir können nicht zulassen, dass über Trollfabriken Internet-Accounts gehackt werden und, und. Der Schutz der Demokratie ist ganz, ganz wichtig und besonders so knappe 4 Monate vor der europäischen Wahl. Und apropos Wahlen und Schutz der Demokratie, mit dem DSA und DMA, dem Digital Service und dem Digital Markets Act, haben wir als Europa erstmalig auch Regeln geschaffen, wo wir sagen, was im echten Leben verboten ist, muss auch im virtuellen Leben verboten sein. Es darf der digitale Raum kein rechtsleerer Raum wie im Wilden Westen sein, sondern hier braucht es Regeln. Der DSA und der DMA, diese europäischen Gesetze, sind Vorreiter und schaffen Regeln. Wir müssen aber auch schauen, dass diese Regeln von den Plattformen, von X, von Facebook und wie sie alle heißen, auch befolgt werden. Und wenn sie sie nicht befolgen, dass auch die europäischen Gerichte in der Lage sind, hier gegen diesen Rechtsbruch vorzugehen. Das und noch viel mehr, wie zum Beispiel auch das Thema Gentechnik, hat diese Woche eine zentrale Rolle gespielt. Was war da los? Ein Gesetz sieht vor, dass mehr Gentechnik erlaubt wird und dass gleichzeitig die Kennzeichnung, ob Gentechnik in unseren Lebensmitteln sind oder nicht, aufgeweicht wird. Das finden wir von der SPÖ einen massiven Rückschritt. Wir finden, mündige Konsumenten müssen die Chance haben, auszuwählen und auch Lebensmittel zu kaufen, wo ganz sicher keine Gentechnik drinnen ist. Wir sind auch sehr skeptisch, ob diese Gentechnik überhaupt der Weg der Zukunft sein sollte. Ich glaube, mehr biologischer Landbau mit nachhaltigen Lebensmitteln für alle muss der Weg sein. Und deswegen haben wir gegen dieses Gesetz, wo sich offenbar die Genlobby durchgesetzt hat, dagegen gestimmt.